Hi, seid ihr bei Nessa und Thor? Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ja, wenn ihr Ideen habt, wie ich meine Begrüßung machen soll, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ja. Lang ist es her, seitdem ich mein letztes Video hochgeladen habe. Viele von euch, die mir bei Instagram folgen, sehe ich, dass ich da noch etwas aktiv war und mal ein paar Fotos gepostet habe und so halt. Und ich bin noch etwas verschnupft, deshalb klinge ich jetzt auch noch etwas komisch. Auf jeden Fall wollte ich euch hiermit mitteilen, dass ich mal wieder anfange. Der Grund eigentlich, warum ich lange keine Videos jetzt mehr hochgeladen habe, war eigentlich unser kleiner Mason. Das ist unser Baby, der ist jetzt 18 Monate alt, also eigentlich schon ein Kleinkind. Und auf jeden Fall, er hat mich nicht beansprucht. Aber ich habe mir halt viel lieber die Zeit für ihn genommen, als jetzt mit YouTube, muss ich echt sagen. Weil ich wollte die Zeit, wenn er so klein ist, halt richtig genießen und auskosten. Und ja, und jetzt geht er in die Kita und ich habe vormittags, wenn ich Spätschicht habe oder frei habe, Zeit. Und dadurch dachte ich mir, ich fange einfach mal wieder an. Das wird jetzt eigentlich erstmal bloß das Ankündigungsvideo, dass es halt wieder losgeht. Deshalb will ich hier gar nicht so viel rumschwatzen. Falls ihr Fragen habt oder Videowünsche, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Was jetzt auf die Videos kommt, ist auf jeden Fall mein Geburtsgericht. Mein Geburtsgericht, ja. Was jetzt auf jeden Fall kommt, ist mein Was jetzt auf jeden Fall für Videos noch kommt, ist mein Geburtsgericht. Oh Gott, was ist denn das für ein Wort? Was jetzt auf jeden Fall für Videos noch kommt, ist mein Geburtsgericht. So will ich den Geburtsgericht, würde ich sagen. Was jetzt auf jeden Fall noch kommt, ist mein Geburtsbericht. Den hatten sich viele gewünscht und dann werde ich noch ein Video, denke ich mal, machen über Alter, Kind und was sich so bei mir verändert hat in meinem Leben. Ja. Und dann hat mein Freund jetzt angekündigt, dass er jetzt auch mit YouTube machen will. Mal sehen, wie oft oder wie wir das umsetzen. Ich bin gespannt, was er so für Vorstellungen da hat. Er hat sich da jetzt auch nicht weiter geäußert, aber er hat es gesagt. Mal sehen. Dann kommt noch ein Video über Produkttests. Wir haben jetzt ein paar Produkte mal gekauft, wo sage ich euch jetzt noch nicht. Und wir haben die jetzt ein paar Monate lang getestet und wollen euch jetzt auch zeigen, ob sich das wirklich lohnt, das zu kaufen oder nicht. Was halt so Produkttests sind. Und ja, seid gespannt und freut euch. Ich freue mich auch und ich hoffe, ich kann meine Zuschauer alle wieder zurückgewinnen und ja, ansonsten war es eigentlich erstmal. Wie oft und wann die Videos kommen, will ich euch jetzt hier noch nicht versprechen, weil ich muss ja erstmal wieder in den Rhythmus reinkommen und gucken, wie das so funktioniert und klappt zeitlich. Und ja, das war's. Wenn euch das gefällt, dass ich wieder Videos mache, dann gebt mir doch mal einen Daumen hoch. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Bye. Ich wollte euch noch unseren Tannenbaum präsentieren. Ich hoffe, ihr seht den. Mason gefällt er auch alle Kugeln in seiner Greifnähe abzureißen und abzuziehen und runterzuschmeißen. Das ist immer ganz toll. Aber so ist das Leben halt mit Kind. Ja.